Die Wüste. Sengende Sonne, Staub, Stille. Ein abgeschiedener Ort. Ein streng bewachter Ort. Irgendwo in Amerika. Hier steht er. Der stärkste Hubschrauber, der je gebaut worden ist. Und heute wird er auch fliegen, wird seine unglaubliche Leistungskraft dem eingeladenen Besucher zeigen. Der Bauer selbst, Dr. Charles Moffett, hat im Cockpit Platz genommen. Sitz und Pedale. Eingestellt. Sicherheitsgurte. Angelegt. Landelicht. Aus. Suchscheinwerfer. Aus. Alle Sicherungen. Ein. Funkgeräte. Aus. Instrumentengläser. Geeicht. Batterieschalter. Ein. Alle Warnleuchten. Überprüft. Triebwerk 1. Start. Drehzahl 13% Einspritzung. Benzin an. 59% Starter aus. Aus. Zeit. Läuft. 30 Sekunden. Generator ein. Alle Schalter. Ein. Triebwerkanzeigen. Im grünen Bereich. Hydrauliksysteme. Im grünen Bereich. Triebwerk. Volle Drehzahl. Start. Aus dem geheimen Kontrollzentrum der CIA, die von ihren Mitarbeitern meistens die Firma genannt wird, beobachtet man den Demonstrationsflug durch riesige Fensterscheiben. Treibstoffdruck im grünen Bereich. Infrarot. Können Sie mir mal verraten, was das soll? Ihr holt mich mitten in der Nacht aus dem Bett, bringt mich irgendwo ans Ende der Welt, nur um mir einen verdammten Helikopter zu zeigen. Und dann habt ihr noch nicht mal ein vernünftiges Frühstück für mich. Das hier ist kein verdammter Helikopter, Herr Senator, das ist Airwolf. Wie immer ihr das Baby auch nennt, Mr. Goldsmith Briggs. Es ist und bleibt eine Blechbüchse mit einem Propeller dran, die sich unbarmherzig durch meinen Etat frisst. Nur der Tod ist umsonst, Senator. Ein bösartig aussehendes Maschinchen, das muss man euch lassen. Wer hat es entworfen? Der Pilot, Dr. Moffett. Moffett? Moffett, den Namen kenne ich doch. Wie schnell ist der Vogel, Mr. Goldsmith Briggs? Das wissen wir noch nicht. Bisher hat er erst einmal die Schallgeschwindigkeit knapp überschritten. Kein Helikopter kann schneller fliegen als der Schall. Airwolf schon. Man könnte sagen, Airwolf ist ein aerodynamischer Flugkörper, dessen Zwillingsturbinenrotorsystem ihn auf eine Geschwindigkeit von 300 Knoten bringt. Hä? Das sind 540 Kilometer in der Stunde. Er ist also ein ungewöhnlich schneller Düsenhelikopter. Ja, so könnte man es nennen. Allerdings mit einem Unterschied. Der Pilot kann das Rotorsystem abschalten und dann zwei zusätzliche Turbinen zünden. Aha. 9,6 Sekunden nach der Zündung erreicht Airwolf Mach 1. Die Crew besteht erstens aus einem Flugsystemspezialisten, der die elektronischen Daten auswertet. Per Monitor überwacht er die Turbinen, Treibstoffvorrat, Öldruck, Rotorsynchronisation, eben alle Systeme. Aha. Das zweite Crewmitglied ist ein Abwehrspezialist. Sein Auftrag lautet Neutralisierung oder Zerstörung jedes Waffensystems, mit dem Airwolf angegriffen wird. Er übernimmt außerdem die Funktion des Co-Piloten für den Fall, dass der Commander ausgeschaltet wird. Drittens, der Commander. Er ist nicht nur für die Flugkontrolle verantwortlich, sondern auch für die Zielerfassung und Waffensystemauswahl. Airwolf verfügt über 14 verschiedene Waffensysteme. Von der 30-mm-Kanone bis zu den mit Nuklearsprengköpfen versehenen Raketen. Mit anderen Worten, Herr Senator, Airwolf ist ein Überschallhelikopter, der sehr bösartig sein kann. Um seine taktische Überlegenheit zu demonstrieren, wird sich Airwolf jetzt einem Raketenbeschuss aussetzen. Raketenbeschuss? Mit scharfen Gefechtsköpfen. Senator, der Punkt hier auf meinem Radarschirm ist Airwolf. Und jetzt... Ist er weg. Er ist hinter der Hügelkette abgetaucht, um in ihrer Deckung Überschallgeschwindigkeit zu erreichen. Dann versucht er, die Raketenstellung zu durchbrechen. Aber das ist doch ein Himmelfahrtskommando. Warten Sie es ab, Senator. Da ist er. Er fliegt Überschall. Donnerwetter. Ich schalte uns mal auf das Bordsystem. Dann können Sie mithören, was die Piloten sagen. Vier radargesteuerte Raketen im Anflug. Drei abweichen vom Ziel. Eine ist noch 10 Meilen von uns entfernt und kommt näher.
Erdberührung in 12 Sekunden. Wenn wir schneller sind als 300 Knoten, dann können wir die Zerstörerrakete nicht abfeuern. Triebwerke drosseln und wieder auf Rotor umschalten. Triebwerke gedrosselt. Geschwindigkeit 700 Knoten. Aufprall in 7 Sekunden. Geschwindigkeit 400. 300. Abschuss. Hubschrauber hat sich gerade in seine Einzelteile aufgelöst. Das würde ich nicht unbedingt behaupten, Herr Senator. Da ist er. Kann ich mit dem Piloten sprechen? Ja, hier nehmen Sie das Mikrofon. Dr. Moffitt, hier spricht Senator Dietz. Ich möchte Ihnen gratulieren zu dieser spektakulären Demonstration. Das war großartig. Ich würde Sie gern persönlich kennenlernen. Das Vergnügen hatten Sie schon, Senator. Beim Projekt Proteus. Proteus? Das war doch in den 70er Jahren in Wild Sands. Ich glaube, jetzt erinnert sich der Herr Senator wieder an mich. Aber ich bitte Sie, das ist doch vergessen. Das ist eine Ewigkeit her. Ja. Die Firma hat trotz ihrer früheren Einwände und Warnungen darauf vertraut, dass ich mich, sagen wir, geändert habe. Ich bin überzeugt, das Vertrauen der CIA war gerechtfertigt, Dr. Moffitt. Nun, da täuschen Sie sich, Senator. Weg hier! Moffitt! Oh! Ah! Drei Monate später. Ein Blockhaus am Ufer eines Sees in der Weite Kanadas. Huckleberry Hawk sitzt mit seinem Hund am Ufer und lässt sein Shallow erklingen, weit über das Wasser hin. Über dem See zieht ein Adler seine Kreise. Plötzlich stößt der Raubvogel blitzschnell nach unten, berührt nur kurz die Wasseroberfläche und schwingt sich mit einem zappenden Fisch in den Fängen wieder in die Lüfte. Doch da wird die Idylle gestört. Auch das noch. Besuch. Komm, Ted, wir gehen ins Haus. Dieses Plätzchen ist perfekt. Nichts ist perfekt. Nicht mal das hier. Ich weiß wirklich nicht, was man darin aussetzen könnte. Abwarten. Gehen wir rein. Kommen Sie. Huckleberry Hawk. Gabrielle, Pilotin und Agentin. Hallo. Wo ist Marella? Oh, sie liegt im Krankenhaus. Schade. Es ist ziemlich lange her. 2 Jahre. Ich habe einen Job für Sie. Ich habe einen Job. Aber meiner bringt Ihnen $1,000,000. Die eine Hälfte sofort, die andere bei Lieferung. Lieferung von was? Airwolf. Moffitt hat ihn vor 3 Monaten gestohlen. Und das habt ihr doch selbst vermasselt. Ja, das ist wahr. Fehler zugeben zu können, ist eine gute Eigenschaft, Mr. Hawk. Sie haben den Adler erschreckt. Ich hab was? Sie haben vorhin den Adler in den Fallstrom des Hubschraubers gezogen. Tut mir leid. Nur sagen Sie das dem Adler. Ich hatte nicht mit Besuch gerechnet. Ich fange uns noch eine Forelle. Also der führt sich vielleicht auf. Du gefällst ihm, das ist alles. Oh. Einige tausend Kilometer entfernt im Scheichtum Usain, Afrika. Hier steht im Hof des Palastes von Präsident Hafan der Airwolf. Dr. Moffitt, Sie sehen von Tag zu Tag mehr wie ein Araber aus. Trotzdem komme ich hier bald um vor Langeweile. Es wird allmählich Zeit, dass man mal wieder was erlebt. Heute Nacht. Ganz wie Sie wünschen, Doktor. Aber vielleicht könnten Sie uns vorher noch einen Gefallen tun. Hä?
Unsere belagerten Freiheitskämpfer im Grenzgebiet werden mit den brutalsten und mörderischsten Waffen der imperialistischen Armee angegriffen. Ihre Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen... Schon gut. Also, was kann ich tun für Präsident Khaffan? Nur ein paar Mirage-Bomber vom Himmel holen. Ach, wirklich? Ist das alles? Vorerst, Doktor. Gut, meinetwegen. Das bringt wenigstens ein bisschen Zerstreuung. Ausgezeichnet, Doktor, ausgezeichnet. Eins würde mich interessieren. Was passiert, wenn eine Kugel in den Ansaugstutzen des Triebwerks gerät? Nichts. Dafür sorgen ein paar kugelsichere Metallsiebe. Und die Windschutzscheibe ist ebenfalls kugelsicher und der Rumpf ist mit Panzerplatten verschweißt. Was wollen Sie eigentlich von mir, Oberst? Ich wollte damit nur sagen, Doktor, es gibt ein Sprichwort in der Wüste. Der Löwe kann von einem Schakal getötet werden, wenn der Schakal weiß, wo er zubeißen muss. Wo würde der Schakal bei Airwolf zubeißen? Kommen Sie. Sehen Sie, da vorne? Das ist der Treibstoffeinlass für das Auftanken in der Luft. Eine Kugel auf diese 4 Quadratzentimeter und der ganze Vogel explodiert. Aber das weiß ja keiner. Natürlich nicht. Über Kanada hat sich inzwischen die Nacht gesenkt. In dem luxuriösen Blockhaus am Seeufer, dessen Wände mit wertvollen Gemälden geschmückt sind, sitzen Huckleberry Hawk, Michael Coldsmith Briggs, Codename Erzengel, und Gabrielle um das prasselnde Kaminfeuer. Wahrscheinlich hat sich Moffitt nach dem Attentat auf Senator Deeds zuerst nach Südamerika abgesetzt. Von Brasilien aus ist er dann über den Nordatlantik nach Nordafrika. Volle 2 Wochen konzentrierte Auswertung von Satellitenfotos waren nötig, um den jetzigen Standort von Airwolf aufzuspüren. Er ist im Scheichtum Osa. Präsident Khaffan hat ihn. Großartig. Dann haben ihn auch die Russen. Noch nicht. Bisher hat er denen noch nicht mal einen Blick drauf gegönnt. Khaffan behält ihn für sich allein. Warum springt der Airwolf nicht einfach in die Luft? Geht nicht. Moffitt hat das Airwolf-Programm im Firmencomputer gelöscht. Wir wüssten gar nicht, wie wir die Selbstzerstörung auslösen sollten. Und von außen kommt man an den Vogel nicht ran. Der Mann hat an alles gedacht. Tja. Einer unserer Männer arbeitet als Ingenieur bei Mirabelle Oil. Das ist eine französische Firma. Aber die meisten Techniker sind Amerikaner. Wenn sie erstmal im Scheichtum Osa gelandet sind, helfen ihnen unsere Agenten. Der Flugzeugträger Enterprise wird im Golf von Zürte bereitlegen. Sie brauchen höchstens 200 Meilen zu fliegen, um ihn zu erreichen. Ja, durch das Sperrfeuer von Khaffans Armee, Marine und Luftwaffe. Wenigstens sind es nicht die Russen. Aber ihre Waffen stammen aus der Sowjetunion. Aber die Russen bedienen sie nicht. Abgesehen davon bekommen sie $1 Million dafür. Und wie viel hat Moffitt kassiert, damit der Airwolf mitbringt? Vermutlich 5 Millionen. Tja, und mir bieten sie eine an. Verräter stehen immer etwas höher im Kurs als Patrioten. Moffitt hat das nicht nur für Geld gemacht. Und ich werde es auch nicht tun. Ich will wissen, was mit John passiert ist. Verdammt, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Doch, es ist Ihr Ernst. Hawk, John wurde nach einem Kampf als vermisst gemeldet. Aber das ist jetzt 14 Jahre her. Die Chancen, dass Ihr Bruder noch am Leben ist, stehen 10.000 zu 1. Wenn er wirklich tot wäre, könnte ich wenigstens seine sterblichen Überreste zurückbringen. Ich muss morgen früh raus. Decken finden Sie in der Truhe da. Gegen morgen wird's hier ziemlich kalt. Gute Nacht. Nacht. Ich glaube nicht, dass er den Nerv hat, das durchzustehen. Er hat. Verlass dich drauf. Vor der Küste Afrikas versucht unterdessen Dr. Moffitt mit allen Mitteln seine Langeweile zu vertreiben. Die Ausbeute ist ja heute ausgesprochen mager. Wollen wir mal ein paar Etagen weiter oben nachsehen, was sich da so rumtreibt? Ich habe 3 Zielobjekte auf dem Radar.
Peilung 1, 7, 5 relativ. Geschwindigkeit 400 Knoten. Was für ein Flugzeugtyp? Sind Mirage. Computer in Alarmbereitschaft. Turbozündung. Zielobjekte 7 Meilen entfernt. Peilung 0, 5, 0 relativ. Noch immer im Winkel 5. Die sehen uns nicht, aber wir sehen sie. Ziel erfasst. Abschuss. Jetzt haben die uns geblickt. So blind kann ja auch niemand sein. Irgendwas nähert sich unserem Heck. Eine Rakete mit Infrarotsensor. Aufprall in 10 Sekunden. 6 Sekunden. Wir sind doch schneller. Geben wir ihr eine andere Lichtquelle. Die Sonne. 2 Sekunden. Rakete schwenkt ab. Knapp daneben. Ist auch vorbei. Wo sind die anderen? Ich habe 2 Ziele. Bei 3 Uhr. Nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ziel erfasst. Abschuss. Da warst du noch einer. Den putzen wir auch noch weg. Ziel erfasst. Abschuss. Das war's. Und das wäre ein weiterer Sieg für Präsident Chafans revolutionäre Befreiungstruppen. In dem Blockhaus am See kriecht der kühle Morgen durch die Ritzen. Gabrielle wird von Michael Coldsmith Briggs' Stimme geweckt. Er telefoniert schon. Na, das Geld ist unwichtig für ihn. Er will wissen, was mit seinem Bruder los ist. Ah, ja, genau. Na, Sie wissen doch, dass er das niemals akzeptieren würde. Er will knallharte Fakten. Dann informieren Sie eben den Präsidenten. Wenn die Firma eine bessere Idee hat, lasse ich mich gern überzeugen. Ich bin noch bis 8 Uhr hier zu erreichen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah ja? Nein, Kaffee bitte. Ist er schon aufgestanden? Er ist schon seit ein paar Stunden weg. Das Komitee wird die Sache vermasseln, ich spüre es. Ich habe das Gefühl, Hawk zieht nicht mit. Wie kommst du denn darauf? Ich habe heute Nacht mit ihm gesprochen, als du schon schliefst. Ach, komm schon, es ist noch ein bisschen früh für misstrauische Blicke vom Boss. Gabrielle, fang gar nicht erst an, dich für Huckleberry Hawk zu interessieren. Die Sache hätte keine Zukunft für dich, wie auch für keine andere Frau. Warum nicht? Hör zu. Als er 12 war, geriet er mit seinen Eltern in ein Schiffsunglück. Er wurde gerettet. Alle anderen ertranken. Kurz bevor er nach Vietnam kam, hatte er mit seiner Freundin einen Autounfall. Sie ist gestorben. In Vietnam wurde er zusammen mit seinem Bruder bei einem Einsatz abgeschossen. Er konnte sich mit dem Fallschirm retten, John nicht. Seitdem hat Huckleberry Angst, dass alle sterben, die er liebt. Und dass er gestern so abweisend zu dir war, hat mir gezeigt, dass du genau die Frau für ihn bist. Na, wie findest du meine hausgemachte Psychoanalyse? Irgendwie ganz überzeugend. Aber es können nicht alle gestorben sein, die er geliebt hat. Es gibt einen, der überlebt hat. Bis jetzt jedenfalls. Dominic Santini. Und genau dort ist Huckleberry Hawk auch gerade, um etwas Wichtiges mit ihm zu besprechen. Wir haben einen Job, Dominic. So, was denn? Einen Spazierflug für die CIA. Vergiss es. Ach, komm schon, Dom. Ich brauche deine Hilfe. Wobei? Erstmal musst du nach OSA fliegen. Na klar, wenn's weiter nichts ist. Scheichtum OSA. Regiert den Sandhaufen noch immer dieser verrückte Hafan? Mhm. Ich kann den Kerl nicht ausstehen. Das macht die Sache nur noch spannender. Mhm. Bist du dabei? Mal sehen.
Ein Freund von mir hat eine Chartergesellschaft. Er fliegt öfter mal Fracht von England nach Osa. Vielleicht hat er noch ein Plätzchen für einen Co-Piloten frei. Das kriege ich schon hin. Aber warum fliegen wir nicht zusammen? Die Firma muss ja nicht wissen, dass du da mitmachst. Also, um ehrlich zu sein, mir gefällt das immer weniger. Was sollen wir da unten machen? Hafan kidnappen? Hafan nicht. Sondern? Einen Helikopter. Oh, Mann! Als Huckleberry Hawk später in sein Blockhaus zurückkehrt, traut er seinen Augen nicht. Alle wertvollen Gemälde seiner Sammlung sind von den Wänden verschwunden. Ach, diese Hunde. Erzengel hat versucht zu verhindern, dass die Firma ihre Bilder mitnahm. Aber das Komitee hat ihn überstimmt. Warum? Sie haben $1 Million ausgeschlagen. Das macht solche Leute nervös. Ich wollte doch dafür meinen Bruder. Das hat sie noch misstrauischer gemacht. Die versuchen's noch nicht mal. Die Firma tut alles, um ihren Bruder zu finden. Aber man befürchtet, dass sie den Auftrag nicht ausführen, bevor John nicht gefunden ist. Und man kann nicht warten. Außer Moffat sind sie der Einzige, der Airwolf geflogen hat. Nur sie haben eine Chance, den Vogel zurückzubringen. Und warum ist Erzengel nicht hier, um mir das selbst beizubringen? Er musste ganz dringend nach Washington. Außerdem war es von Anfang an meine Aufgabe, sie zu informieren. Schon möglich. Vielleicht wusste er aber auch, dass ich ihm den Hals umdrehen würde. Hat Ted die Männer angegriffen, als sie die Bilder abgeholt haben? Nein. Kluger Hund. Im Red Castle Club, einer Nachtbar in Osa, sitzt Dr. Moffat und lässt sich keine Bewegung der hübschen Tänzerin entgehen, die gerade ihren Auftritt hat. Neben ihm Oberst Siran. Ich verstehe nicht, was ihr an Frauen findet, die nur aus Haut und Knochen bestehen. In der Wüste würde so ein Körper innerhalb weniger Stunden verdorren. Die Geschmäcker waren schon immer verschieden. Ich will sie haben. Das dürfte schwierig werden. Wir nehmen an, dass sie als Agentin für die Amerikaner arbeitet. Na, vielleicht kann ich das für euch rausfinden. Das wäre eine Idee. Ach, übrigens, Bruder Hafan war überaus zufrieden mit ihrer kleinen Unternehmung. Das reicht aber immer noch nicht als Preis für die Kleine da, oder? Es gibt eine Menge Frauen hier, die genauso... Was ist der Preis? Ein amerikanischer Zerstörer. Wird erledigt. Am See in Kanada weiht Gabrielle Huckleberry Hawk in alle nötigen Details ein. Ihr Name ist Angela. Mhm. Sie ist Tänzerin im Red Castle Club. Und unser Kontakt im Scheichtum Osa. Und wo reißt Erzengel denn sowas auf? Mich hat er gefunden, als ich 15 war. War nur eine rhetorische Frage. Angela hat uns bestätigt, dass Airwolf an der Westküste des Scheichtums Osa stationiert ist. Wir haben Grund zu der Annahme, dass er schon bei Kriegshandlungen im Grenzgebiet eingesetzt worden ist. So? 3 Mirage-Bomber sind gestern über der Wüste abgeschossen worden. Vor der Küste von Osa fliegt Moffat unterdessen seinen nächsten Angriff. Was dümpelt denn da unten rum? Das ist nur ein Fischerboot. Lassen wir sie fischen. Wir werden vom Radar erfasst. Amerikanische Marinefrequenzen. Quelle? Zerstörer der Klasse Nox. Raketensysteme klar machen. Das ist ein amerikanischer Zerstörer, Moffat. Habe ich neuerdings einen Sprachfehler? Ich sagte Raketensysteme klar machen. Um Himmels Willen, Moffat. Das sind Amerikaner. Ziel erfasst. Abschuss. Rakete ist 5 Meilen vom Ziel entfernt. 4 Meilen. 3, 2, 1. Ziel zerstört. Gehen wir einen Kaffee trinken. Ein
Ein paar Stunden später, bei Einbruch der Dämmerung, kommt Huckleberry Hawk von einem weiteren Besuch bei Dominic zurück in sein Blockhaus. Doch was er hier vorfindet, entspricht absolut nicht seinen Erwartungen. Erzengel, schon zurück aus Washington? Wo ist Gabriel? Ich habe sie vorausgeschickt. Wir mussten den Zeitplan ändern. Vor 4 Stunden haben wir im Golf von Sirte einen unserer Zerstörer verloren. Aha. Laut offizieller Mitteilung ist eine Rakete im Magazin explodiert. Angeblich ein Unfall. Und? In Wirklichkeit war es Airwolf. Verdammt. Der Präsident hat sich heute Morgen noch etwas deftiger ausgedrückt. Er gibt uns 48 Stunden, um Airwolf zurückzuholen. Dann schickt er den Marines los. Die Russen haben eine flexible Eingreiftruppe, die alle unsere Operationen im Mittelmeer verfolgt. Wenn wir mit Trompetenschall im Scheichtum Osa einmarschieren, stehen wir vorm Dritten Weltkrieg. Sie haben 10 Stunden, um nach Paris zu kommen. Dann fliegt Ihre Maschine nach Osa. Ich lasse jemanden hier, der ein bisschen aufpasst und sich um Ihren Hund kümmert. Nicht nötig. Ted kommt allein klar. Warum hatten Sie Gabriel hier gelassen? Um Sie zu instruieren. Und was ist mit meiner Kunstsammlung? Tut mir leid. Das ließ ich nicht verhindern, Hawk. Ich habe dem Komitee gesagt, dass das vollkommen idiotisch ist. Ich hätte meine Wut an Gabriel auslassen können. Das haben Sie doch wohl aber nicht. Nein. Das hatte ich mir für Sie aufgehoben. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Am Flughafen Orly in Paris, wo Huckleberry Hawk mit einer Militärmaschine landet, wird er von einer Agentin der CIA in Empfang genommen. Huckleberry Hawk? Ja. Ziehen Sie bitte Ihren Overall aus. Beeilen Sie sich. Sie haben noch 16 Minuten bis zum Abflug Ihrer Maschine. Ihr Name ist Michael Derrick. Die Firma sagte mir, ich reise als Dr. Ted Berger. Dr. Berger ist aber erst für nächsten Mittwoch angemeldet. Für diesen Flug musste die Firma einen anderen Namen einsetzen. Soweit wir wissen, hat Michael Derrick weder unter den Passagieren noch in OSA irgendwelche Bekannte. Soweit Sie wissen. 10 Stunden waren etwas knapp für die Überprüfung, Mr. Hawk. Also, in Australien ging er aufs College. Dann hat er 5 Jahre in irgendeinem Nest in Argentinien gearbeitet. Ich glaube nicht, dass Sie jemanden treffen, der den Mann kennt. Ich habe alles Wissenswerte über ihn zusammengefasst. Lesen Sie das, bevor Sie mit jemandem Kontakt aufnehmen. Dann sind hier 40.000 Francs und der Führerschein. Ein Foto Ihrer Freundin samt Liebesbrief und Ihr Koffer. Gepackt. Danke. Ich glaube, mit der Größe für Ihre Kleidung habe ich richtig gelegen. Einschließlich der Unterwäsche. Da bin ich ziemlich empfindlich. Sie fliegen mit der Arabian Airlines. Hier ist Ihr Ticket. Ach so, noch etwas. Angela ist tot. Die Tänzerin? Ja, wir wissen noch nichts Genaues. Ihre Familie wurde telegrafisch über ihren Tod informiert. Wir hoffen, dass es ein Unfall war. Sie hoffen? Wenn Angela enttarnt worden ist und geredet hat, wissen die, dass ich komme. Davon gehen wir aber nicht aus. Sehr tröstlich. Wir hatten keine Zeit, das zu überprüfen. Die Firma hat aber sofort eine andere Agentin rübergeschickt, die mit der Lage vertraut ist. Wie heißt die Agentin? Gabriel, glaube ich. Warum? Schon gut, ich muss los. Viel Glück. Danke. Kann ich gebrauchen. Castle Club hat Gabrielle ihren ersten Auftritt. Und im Publikum sitzt Dr. Moffat. Ist die etwa auch eine Spionin? Schon möglich. Jedenfalls wurde sie von derselben Künstleragentur vermittelt wie Angela. Angela war nicht besonders belastbar. Sieht fast so aus, als wäre die hier etwas robuster. Werden wir sie verhören? Bei Gelegenheit. Vielleicht könnte ich Ihnen dabei helfen. Nach dem Auftritt sitzt Gabrielle erschöpft in ihrer Garderobe. Ja? Huckleberry! Gabrielle! Oh. Na, alles in Ordnung? Ja, jetzt geht es mir gut. Was machst du in diesem Loch? Das ist mein Job. Es war auch Angelas Job, nicht? Ich weiß. Die anderen Mädchen sagen, man hätte sie in der Wüste gefunden. Moffat hat sie gefoltert. Genau wie die anderen Mädchen damals in White Sands. Du hattest recht. Es ging ihm nicht ums Geld.
Er hat Erwolf hierher gebracht, weil er hier seine sadistischen Neigungen austoben kann. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich das Schwein zu fassen kriege. Wo ist Erwolf? Er steht in Suna. Mhm. Das ist Hafans Sommerresidenz an der Küste. Mirabel Oil hat direkt daneben eine Ölförderungsanlage. Angela hat für uns noch Papiere und einen Lastwagen besorgt. Hier ist die Adresse, wo der Laster steht. Aha. Waffen liegen unter den Sitzen. Wir treffen uns da um Punkt 2. Naja, wie komme ich in Hafans Residenz rein? Am Strand entlang. Was meinst du mit ich? Der Auftrag gilt für uns beide. Nein, nein, du fliegst mit der nächsten Air Force-Maschine hier raus. Das ist gegen den Plan. Ich kann Erwolf fliegen, du nicht. Entweder du verlässt Osa oder ich. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Huckleberry, ich bin nicht wie die anderen. Ich sterbe nicht hier unten. Ich werde eine alte Frau. Du wirst schon sehen, mir passiert nichts. Das verspreche ich dir. Ich will wieder nach Haus. Und du kommst auch zurück. Ich weiß es. Ich komme immer zurück, Gabriel. Das ist ja das Problem. Als Huckleberry Hawk den Red Castle Club verlässt, tritt plötzlich aus einer dunklen Nische ein Mann auf ihn zu. Hey, Mister! Loslassen hat! Ich bin's, Dominic! Ich dachte, du wolltest erst am Freitag kommen. Soll ich wieder gehen? Mann, schön, dass du da bist. Ich hab mitgekriegt, dass einer unserer Zerstörer in die Luft geflogen ist und ich dachte, dass Erwolf dahinter stecken könnte. Also bin ich rausgeflogen zu deiner Hütte. Aber da war nur noch Ted. Man muss ja kein Genie sein, um sich den Rest zusammenzureiben. Wie lange bist du schon hier? Ach, ein paar Stunden. Ich habe mich erst eine Weile im Club umgesehen, aber da haben mir ein paar Typen zu viele Fragen gestellt und ich habe mich lieber hier draußen postiert. Bei den Bars hast du schon immer gern den Hinterausgang benutzt. Weißt du, was komisch ist? Was? Ich hätte schwören können, eine von den Tanzmiezen war diese Gabrielle. War sie auch. Ach, nehmen wir sie mit? Sie fliegt schon vor. Als ich in deinem Alter war, haben die Mädchen sowas nicht gemacht. Schon gut. Komm jetzt, wir haben einen Auftrag. Während Huckleberry und Dominic zu der Adresse gehen, wo der präparierte Lastwagen auf sie wartet, hat Gabrielle Besuch von Oberst Siran. Name? Sie haben doch meinen Pass. Name? Gabrielle Admür. Beruf? Ich glaube es einfach nicht. Beantworten Sie nur meine Fragen. Ich bin Künstlerin. Wie bitte? Ja, Tänzerin. Ach, Gabrielle. Vorausgesetzt, das ist Ihr richtiger Name. Verdammt nochmal, das ist mein richtiger Name. Wir wissen, dass Sie für den amerikanischen Geheimdienst spionieren. Ach, du Schande. Ihr müsst wirklich paranoid sein. Nur weil ich Amerikanerin bin, muss ich nicht gleich eine Spionin sein. Okay? Ich bin Tänzerin. Ich habe einen Vertrag mit Mirabel Oil. Und jetzt würde ich gern jemanden von der amerikanischen Botschaft sprechen. In unserem Land gibt es keine amerikanische Botschaft. Dann bringen Sie mich wenigstens zu Ihrem Vorgesetzten. Vielleicht könnte ich Ihnen behilflich sein. Mein Name ist Moffett. Dr. Moffett. Früh am nächsten Morgen haben sich Hawk und Santini mit dem bereitstehenden Lastwagen auf dem Weg zur Sommerresidenz von Präsident Hafan gemacht. Da vorne ist das Tor zur Residenz. Schwer bewacht. Hast du die Papiere? Klar. Sprich den Posten auf Französisch an. Buongiorno. Das ist Italienisch. Französisch kann ich nicht. I documenti, per favore. Prego. Siehst du, jeder spricht Italienisch. Aber ich nicht. Grazie, andare. Grazie molto. Er lässt uns durch. Das Mädchen hat einen guten Feldschein gehabt. Sie hat die Qualität. Was da drüben steht, im Hof. Erwolf! Bingo! Sehen wir uns mal um. So. Im Schwimmbad des Palastes tummelt sich der Bordingenieur von Erwolf gerade mit einer hübschen Nixe, als der Co-Pilot hereinstürmt. Na, du kommst schon, Zack.
Kannst doch nicht die ganze Zeit nur schwimmen, fressen und saufen. Was hast du dagegen? Moffett hat sich wieder mal eine von diesen Tänzerinnen aus dem Restaurant vorgenommen. Der ist irgendwo da draußen in der Wüste mit ihr und macht sie fertig. Na und? Die interessiert mich einen Dreck. Was? Hey! Hände hoch und keine falschen Sachen. Aber ein bisschen plötzlich, jawohl. Was wollen Sie? Die Kombination für das elektronische Schloss von Airwolf. Von uns erfahren Sie nichts. Wollen wir wetten? Hawk gewinnt die Wette. Und mit Dom schlüpft er in die Flieger-Overalls. Dann schleichen sich die beiden bis auf wenige Meter an den Helikopter heran. Und jetzt? Hier wimmelt es doch von Soldaten. Wir marschieren jetzt einfach über zu dem Vogel. Setzen uns rein und fliegen los. Klar, nichts leichter als das. Also wie ist dein Plan? Das ist mein Plan. Wir sind zwar Freunde, Huck, aber Selbstmord kannst du allein begehen. Hast du eine bessere Idee? Nein. Na also. Ich muss verrückt sein, wenn das schief geht. Hallo, Chuck. Hey. Es geht schief. Nerven behalten. Rüber zum Hubschrauber schnell. Wenn wir drin sitzen, kann uns nicht mehr viel passieren. Okay. Hey, Sie sind doch nicht Chuck. Wache! Haltet die Männer fest! Die Tür ist offen. Du sollst da nicht rumbügeln. Komm endlich! Sofort! Wo ist denn die Checkliste? Brauchen wir nicht. Huck, da kommt ein Panzerspähwagen. Der will uns rammen. Das übersteht selbst Airwolf nicht. Alles klar für Alarmstart? Wo ist denn der Knopf dafür? Über dir. Ah, ich hab ihn. Mann, das Baby ist flott. Ab geht's. Los, weg von hier. Solange keiner eine Kugel durch den Stutzen für die Luftbetankung schickt, kann ich schießen. Und wenn doch, was dann? Dann brauchst du dir auch keine Sorgen mehr zu machen. Und da soll ich mich beruhigen? Alle Waffensysteme klar? Hier sind lauter komische Knöpfe. Du wirst schon die richtigen finden. Und jetzt suchen wir Moffett. Steuert den Airwolf Richtung Wüste. Er weiß, dass er keine Zeit verlieren darf. Kannst du was sehen, Dom? Ja, jede Menge Sand. Da unten, die Staubfahne. Das muss ein Wagen sein, ich gehe runter. Es ist Moffett. Aber allein. Er muss Gabriel in der Wüste zurückgelassen haben. Wir folgen seinen Reifenspuren zurück. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät, Huck. Da unten! Ich sehe es. Gabriel, ganz ruhig, Baby. Du hast es hinter dir. Es ist vorbei. Hier ist das Wasser, aber benetze hier nur die Lippen. Ich habe versucht zu fliehen. Moffett hat mich... Ich weiß. Es wird alles wieder gut. Es tut mir so leid. Schon gut. Ich würde so gern den Adler wiedersehen. Das wirst du auch. Das wirst du. Ich habe die ganze Zeit an dich und dein Cello gedacht. Und an den Adler. Ich wollte auch so stark sein. Gabriel? Gabriel? Nein. Sie hat mir versprochen, dass ihr nichts passiert. Sie hat es mir versprochen. Huck Moffett, dieses Schwein. Den knöpfe ich mir vor. Minuten später steigt Airwolf wieder auf
und Huckleberry Hawk folgt der Spur, die Dr. Charles Moffett mit seinem Jeep durch die Wüste zieht. Da unten ist der Knallinger Pack. Nein. Nein? Er hätte keine Chance. Du bist doch bescheuert. Willst du etwa aussteigen? Ja. Er hat angehalten. Nein, er hat sich festgefahren. Ich gehe runter. Du bleibst hier drin, egal was passiert, Dom. Aber... Versprich es mir, Dom. Okay, okay. Der Kerl hat einen Revolver. Er zieht auf unseren Tankstutz. Hast du nicht gesagt? Fahren Sie zur Hölle, Dr. Moffett. Das war knapp. Und jetzt? Jetzt bringen wir der CIA ihren heißgeliebten Airwolf zurück. Vor der Küste wartet ein amerikanischer Flugzeugträger auf uns. Und deinen Bruder haben sie auch noch nicht gefunden. Warum musst du bloß immer für den CIA die Suppe auslöffeln? Sie kennen mein Problem. Ich komme immer zurück. Airwolf. Der einzige Helikopter der Welt, der so schnell fliegen kann wie der Schall. Ausgerüstet mit den modernsten Waffensystemen ist er praktisch unverwundbar. Huckleberry Hawk, ein ehemaliger Testpilot, fliegt den Airwolf. Hawks bester Freund, Dominic Santini, ist der Bordingenieur. Der betreibt nebenbei auch noch einen Luftfahrtbetrieb. Von Michael Coltsmith Briggs, Codename Erzengel, bekommen Hawk und Dominic ihre oft lebensgefährlichen Aufträge. Ein sonniger Morgen. Trauriger Morgen. Heute muss Huckleberry Hawk John Fargo einen Mitstreiter aus dem Vietnamkrieg zu Grabe tragen. Nach der Zeremonie verlässt er mit Caitlin, Dominic und Erzengel den Friedhof. Alles in Ordnung? Ich habe schon so viele solcher Beerdigungen erlebt. Ich dachte, diese wäre vielleicht einfacher. Ich wusste ja, dass John seit Jahren als vermisst galt. Ich hatte auch nicht mehr damit gerechnet, dass er noch am Leben ist, aber wenn man dann so vor dem Sarg steht... Ja. Dann kommt einem plötzlich alles so endgültig vor. John hat einen guten Scherz immer zu schätzen gewusst. Ich frage mich, was er wohl sagen würde, wenn er wüsste, dass ich seine Medaille seinem Bruder bringen werde, der damals nach Kanada gegangen ist, um nicht eingezogen zu werden. Das war vielleicht ein Krieg. Willst du tatsächlich versuchen, diesen Billy Fargo aufzutreiben? Ich muss es versuchen, Dom. Das bin ich John schuldig. Erzengel, haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte über den derzeitigen Aufenthaltsort von Billy Fargo? Es deutet alles darauf hin, dass Billy Fargo immer noch in einem kleinen Fischerdorf namens Bodie lebt. Das Militär allerdings konnte ihn dort nicht finden. Auf jeden Fall werde ich dort ansetzen. Ich würde gerne morgen rauffahren, wenn ihr mich entbehren könnt. Sicher, lass dir nur Zeit. Caitlin arbeitet so lange eben doppelten Schichten. Was?
Gegen Mittag des nächsten Tages erreicht Huckleberry Hawk das kleine, idyllische Fischerdorf Bodie. Doch irgendetwas stimmt dort nicht. Auf den Straßen sieht Hawk nur Kinder. Kinder und nochmals Kinder. Aber keinen einzigen Erwachsenen. Er hält an der Tankstelle, um nach dem Weg zu fragen. Tag. Tag. Ich suche den Chef. Das bin ich, Sir. Du führst die Tankstelle? Ja, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche einen Mr. Billy Fargo. Er wohnt 4434 North Sierra. Ich kenne keinen Mr. Fargo. Aber North Sierra ist gleich hinter dem Stoppschild links. Und das Haus können Sie gar nicht verfehlen. Es ist das Einzige da. Danke. Friede, Bruder. Friede, Bruder. Tatsächlich findet Hawk das Haus schnell. Ja? Mein Name ist Huckleberry Hawk. Ich suche Billy Fargo. Hier gibt es niemanden, der so heißt. Bist du sicher? Absolut. Sag mal, bist du nicht Wendy Fargo, die Nichte von John und Billy? Mein Name ist Cotton. Nach den Pflanzen, die blühen und gedeihen. Ich verstehe. Vielleicht kann ich mal mit deiner Mutter oder mit deinem Vater sprechen. Die sind nicht zu Hause, Sir. Sie besuchen Freunde in San Francisco. Ah, sag mir, Cotton, gibt es in Bodie überhaupt einen einzigen Erwachsenen? Ich kann jetzt nicht mehr weiterreden. Nachdem das Mädchen dem verblüfften Hawk die Tür vor der Nase zugemacht hat, fährt er hinunter ins Dorf und geht ins Büro des Sheriffs. Ah, jemand da? Guten Tag, Sir. Tag. Sagen Sie mal, gibt es denn in diesem Nest niemanden, der sich wenigstens ab und zu schon rasieren muss? Wie bitte, Sir? Schon gut. Aber nenn mich nicht Sir. Was können wir für Sie tun, Bruder? Letzte Woche wurden die sterblichen Überreste eines guten Freundes in die Vereinigten Staaten zurückgebracht. Sein Name war John Fargo. Er war seit 71 in Vietnam vermisst. Nachträglich wurde ihm noch eine Medaille verliehen. Und gestern wurde er begraben. Der Verlust des Friedens muss immer mit Blut bezahlt werden. Sein einziger lebender Blutsverwandter ist ein Bruder, Billy Fargo. Ich versuche ihn ausfindig zu machen, um ihm Johns Medaille zu übergeben. Ich bin fast sicher, dass er in dieser Stadt lebt. Aber wenn ich mich nach ihm erkundige, höre ich nur... Dass er mal hier gelebt hat. Du sagst es, mein Sohn, Deputy. Es stimmt, Sir. Mr. Fargo hat lange in Bodie gewohnt, bis er sich entschloss, nach Osten zu ziehen. Connecticut, glaube ich. Connecticut oder Maine? Sie kommen zu spät. Wie kommt es bloß, dass ich niemandem in dieser höflichen Stadt auch nur ein Wort glaube? Sir? Schon gut. Hättet ihr was dagegen, wenn ich mal euer Telefon benutze? Bedienen Sie sich. Wir lassen Sie so lange allein. Danke. Santini? Dom, ich bin's. Von wo rufst du an? Aus Bodie. Oder ich sollte besser sagen, aus dem Land der Blumenkinder. Wie meinst du denn das? Ich meine Perlen, armreifen Blüten, Friedenssymbole. Die Beatles, wie Shall Overcome. Und nicht eins von den Kindern hier ist über 18. Ich habe das Gefühl, hier ist die Zeit 1968 stehen geblieben. Ach, das klingt aber ziemlich schräg. Und hast du Billy Fargo gefunden? Alle erzählen mir, entweder er sei weggezogen oder er hätte überhaupt nie hier gelebt. Aber ich habe ein Mädchen getroffen, von dem ich schwören könnte, dass es seine Nichte ist. Als ich sie fragte, hat sie es abgestritten. Sie schien verwirrt, ängstlich. Oh. Dom, mein Bauch sagt mir, dass hier was nicht stimmt. Könntest du noch mal alle Informationen gegenchecken, die Firma über Billy Fargo hat? Besonders, was seinen letzten Aufenthaltsort angeht. Okay, aber ich hoffe, du sattelst jetzt nicht auf Privatdetektiv um. Ab Freitag sind wir nämlich für einen Film engagiert. Wenn ich in 18 Stunden nicht zurück bin, dann schick ein paar Erwachsene rüber. Alles klar. Und pass in der Zwischenzeit auf dich auf. Ich möchte nicht erleben, dass du mit Sandalen und Vollbart nach Hause kommst. Hahaha.
Nach dem Telefonat verlässt Hawk das Büro des Sheriffs, steigt in sein Auto und fährt weg. Da rollt ein bunt bemalter VW-Bus die Hauptstraße hinunter. Er wird sofort von Kindern umringt. Der Wagen hält und ein bärtiger Mann steigt mit seiner blonden, attraktiven Begleiterin aus. Vater! Meine Kinder, Friede sei mit euch. Vater, wir lieben dich. Und ich liebe euch. Vater! Während sich seine Begleiterin Sabrina weiter um die Kinder kümmert, geht der Mann mit schnellen Schritten in das Büro des Sheriffs. Hal? Ja, Vater? Wer war dieser Mann eben? Cotton sagt, er nennt sich Huckleberry Hawk, Vater. Hawk? Du kennst ihn, Vater? Er war ein Freund meines Bruders in diesem unsäglichen Krieg. Sie haben zusammen in Vietnam gekämpft. Oh. Er ist ein gefährlicher Mann. Ein Krieger. Eine Bedrohung für den Frieden und die Liebe. Leite uns, Vater. Was sollen wir tun? Wir warten erst mal ab. Doch wenn der Mann zurückkommt, wird er den Tod eines Kriegers sterben. Im Sinne des großen Friedens, der kommen wird. Hawk ist unterdessen in das nächste Dorf gefahren. Dort betritt er ein Hotel, um sich für die Nacht ein Zimmer zu nehmen. Was kann ich für Sie tun, Sir? Haben Sie ein Zimmer für heute Nacht? Kein Problem. Was verschlägt einen Mann wie Sie nach Riverside? Ich suche jemanden in Bordy. Dort gibt es niemanden, der es wert wäre, dass man nach ihm sucht. Haben Sie schon mal von Billy Fargo gehört? Nein. Aber wenn er in Bordy lebt, dürften Sie keine Probleme haben, ihn zu finden. Es wohnt ja kaum jemand dort. War mal ein hübsches kleines Fischerdorf. Doch dann entschlossen sich die Fische, woanders schwimmen zu gehen. Und die Fischer sind ihnen natürlich gefolgt. Jetzt ist es so eine Art Hippie-Kinderstadt, soviel ich weiß. Das würde einiges erklären. Ausreißer leben da, verstoßene Kinder. Kinder, die in Schwierigkeiten sind. Das Sozialamt zahlt ja. Und dann ist da dieser Mann. Dem folgen sie alle wie dem berühmten Rattenfänger. Sie nennen ihn Vater. Sie wissen nicht zufällig seinen Namen? Sehe ich aus wie ein verstoßenes Kind? Also wollen Sie nun das Zimmer oder nicht? Sicher, Ma'am. Wir haben keinen Zimmerservice, keine Minibar, keinen Fernseher und keinen Swimmingpool. Haben Sie ein Telefon? Selbstverständlich. Na, wunderbar. Hier ist Ihr Schlüssel. Während es sich Hawk in seinem Zimmer so bequem wie möglich macht, hat der bärtige Mann einige Meilen entfernt seine Kinder um sich versammelt. Wir haben die mageren Tage überlebt, um jetzt die Früchte einer blühenden Erde zu ernten. Gott hat uns auserkoren, den Menschen dieser Welt seine Botschaft zu überbringen. Und diese Botschaft ist der große Friede. Das war sie immer. Und das wird sie immer sein. Wartet. Hört mich an. Noch sind wir nicht am Ziel. Wir erblühen in unserer Bruderschaft. Wir beten für den Frieden. Wir verströmen eine Aura der Liebe und der Hoffnung für alle, die durch unser Dorf kommen. Aber das ist nicht genug. Aber was können wir denn tun? Sag es uns, Vater. Da sind jene, die Krieg über die Menschheit bringen wollen. Jene, die unsere Erde mit Blut tränken wollen. Ich habe euch immer gesagt, es würde eine Zeit kommen, eine glorreiche Zeit, wenn die Armeen des Friedens und die Soldaten der Liebe sich einhaken und marschieren, um unsere Erde zu retten. Soldaten der Liebe, diese Zeit ist da. Von seinem Hotelzimmer aus hat Huckleberry Hawk unterdessen Caitlin angerufen. Keine Frage, Huck. Die Firma ist absolut sicher, dass Billy sich immer noch im Bodie aufhält. Ach. Es gibt keinerlei Hinweise, dass er nach Nordosten gegangen ist. Und außerdem ist Billy der Vormund seiner Nichte Wendy.
Alter und Beschreibung passen auf das Mädchen, mit dem du gesprochen hast. Es passt alles. Ich verstehe das nicht. Warum spielt Faro Verstecken? Die Deserteure sind vor Jahren begnadigt worden. Warum streitet das Mädchen seine Identität ab? Mir gefällt das nicht, Hawk. Vielleicht solltest du zurückkommen und den Rest dem Militär überlassen. Für die ist John Faro doch tot und begraben. Das ist jetzt meine Sache, Kate. John war mein Freund. Ich bin es ihm schuldig, herauszufinden, was mit den Überbleibseln seiner Familie los ist. Hier kommt Dominik. Na, du Privatschnüffler? Hast du immer noch vor, morgen zurückzukommen? Nun, morgen starte ich hier noch einen Versuch. Wenn ich keinen Erfolg habe, mache ich mich auf den Weg nach Hause. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass sich hier am Ende der Welt einiges abspielt, wovon wir nichts ahnen. Am nächsten Morgen fährt Hawk nochmal zu der letzten Adresse von Bill Fargo und spricht mit dem Mädchen, das sich Cotton nennt, wie die Pflanze, die blüht und gedeiht. Wendy, ich habe Freunde in der Regierung. Ich weiß, dass dein Onkel Billy immer noch hier lebt und ich weiß, dass du Wendy Elizabeth Fargo bist. Also bitte, was läuft hier wirklich ab? Ich kann nicht. Mein Nachname ist Cotton. Mit Vornamen heiße ich Alice Lewis. Meine Eltern machen Urlaub in... Das stimmt nicht, Wendy. Deine Mutter war Linda Fargo. Sie und dein Vater sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und du wirst von Billy Fargo großgezogen, der hier irgendwo in der Stadt ist. Mein Name ist Cotton. Nach der Pflanze, die blüht und gedeiht. Wie du willst. Aber ich werde trotzdem die Wahrheit herausfinden. Das verspreche ich dir. Ich wünschte nur, du hättest sie mir selbst erzählt. Ich bin dein Freund. Okay. Ich fahre jetzt zurück nach Riverside und setze mich mit den Behörden in Verbindung, die diesen seltsamen Vater hier unterstützen. Ich werde ihnen meinen Verdacht mitteilen und sie werden den Fall untersuchen. Tut mir leid, dass es so gekommen ist, Wendy. Wir sehen uns. Das hast du gut gemacht, mein Baby. Ich bin sehr stolz auf dich. Vater, warum muss ich immer lügen? Es schien kein böser Mann zu sein. Er kannte unsere Familie. Es war sehr schwer, ihn anzulügen. Ich verstehe dich. Weißt du, Cotton, wenn wir die Schlacht gegen die Zerstörer gewinnen wollen, müssen wir bereit sein, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Er hat versucht, dich zu täuschen, damit du uns verrätst. Stattdessen hast du ihn getäuscht. Das hast du gut gemacht, mein Kind der Liebe. Kind des Friedens. Vater. Hawk hat sich inzwischen wieder auf den Weg nach Riverside gemacht. Doch er kommt nicht weit. Nach ein paar Meilen stoppt ihn ein Polizeiwagen. Lasst mich ran. Ich bin zu alt, um in diesem Staat noch fahren zu dürfen. Sie müssen uns begleiten, Sir. Weswegen? Sie haben die höchstzulässige Geschwindigkeit überschritten. Dies ist eine sehr gefährliche Straße. Ich bin 40 gefahren. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist 30. Sie müssen das Schild übersehen haben. Und, Sir, Sie haben ein kaputtes Rücklicht. Ich bin sicher, die Sache kann in der Stadt geregelt werden. Friedlich. Ja. Sicher. Gehen wir. Hell, du fährst deinen Wagen. In Bodie wird Huckleberry von dem bärtigen Mann bereits erwartet. Friede, Mr. Horn. Und willkommen im Dorf der Bruderschaft. Bitte verzeihen Sie uns die kleine Maßnahme. Ich bin Billy Fargo. Sind Sie es wirklich, Billy? Ich hätte sie niemals wiedererkannt. Was ist hier eigentlich los? Wir versuchen, eine neue Gesellschaft zu gründen. Und wir beginnen mit den Kindern, die die alte Gesellschaft fallen gelassen hat. Das kommt mir aber ziemlich seltsam vor. Im Geist der 60er Jahre. In diesen Jahren hatte man hohe Ideale. Mag sein, aber
Ehrlichkeit gehört wohl nicht zu Ihren Idealen. Ich hörte heute Morgen, dass Sie mich sprechen wollten. Man sagt, Sie hätten etwas für mich. Ihr Bruder wurde vor 2 Tagen begraben. Ich habe seine Medaille und möchte sie Ihnen übergeben. Er war ein tapferer Mann und ein guter Freund. Ich bin froh, dass wir ihn endlich zur letzten Ruhe bitten konnten. Tapfer? Eher dumm als tapfer. Wenn John mir über die Grenze gefolgt wäre, könnte er heute, jetzt, hier bei uns sein. Ich bin hier, um einem Helden den letzten Freundschaftsdienst zu erweisen und nicht, um mit Ihnen Politik von gestern zu diskutieren. John ist tot und begraben. Es hat sicher eine Beerdigung gegeben, aber es war nicht John, der da begraben worden ist. Ich fürchte, es bestehen keinerlei Zweifel. Oh doch, Mr. Hawk, es gibt Zweifel, gewaltige Zweifel. Unsere Regierung wird weder mich noch irgendeinen anderen Verwandten eines vermissten Soldaten täuschen, indem sie mit Pauken und Trompeten irgendwelche anonymen Knochen beisetzt. John lebt. Ich spüre es tief in meinem Herz. Was soll ich sagen, Billy? John war mein Freund und ich weiß, dass er tot ist. Es tut mir leid. Ich habe noch eine lange Fahrt vor. Es ist wohl besser, wenn ich langsam aufbreche. Nehmt den Mann fest. Ja, Vater. Dafür müssten Sie sich aber einen verdammt guten Grund einfallen lassen. Unsere Gründe sind gut und wichtig, Mr. Hawk. Friede auf der Welt, das Überleben der Menschen, die Kinder der Liebe werden die Erde säubern vom Bösen, das unseren Frieden bedroht. Und ich werde sie führen, Hawk. Ich werde sie führen. Steckt ihn in eine Zelle. In einem Keller in Bodie hat Sabrina, die Assistentin von Bill Fargo, die Kinder des Friedens um sich versammelt. Doch was sie ihnen beibringt, kann man nicht unbedingt als Training zur Nächstenliebe bezeichnen. Die jungen Leute werden zu knallharten Karatekämpfern ausgebildet. Und jetzt Sandy, los! Sehr gut. Und jetzt Roger. Gut, Roger. Danke. Koppen. In Ordnung. So, wir machen eine kurze Pause. Holt euch was zu trinken. In 2 Minuten geht's weiter. Sie machen sich gut. Viel besser, als ich gedacht habe. Was hast du gegen Hawk unternommen? Er ist an einem Ort, wo er uns nicht behindern kann. Sei vorsichtig. Ich kenne diesen Typ. Der ist gefährlich. Ich sagte, er wird uns nicht behindern. Und wenn doch, was dann? Dann werde ich tun, was getan werden muss. Unser Plan fußt auf dem Tod von Tausenden. Was bedeutet da schon einer mehr oder weniger? Wohl wahr. Im Büro von Dominic Santini wird man langsam unruhig. Ach, niemand weiß, wo er steckt. Er ist schon seit 2 Stunden überfällig. In seinem Hotel ist er nicht mehr. Glaubst du, er ist in Schwierigkeiten? Ich fürchte, ja. Also, was wollen wir unternehmen? Ich hole den Airwolf. Du setzt dich mit Erzengel in Verbindung. Sieh zu, was er von seiner Seite aus unternehmen kann. Okay. Aus seiner Zelle sieht Hawk zu, wie die Kinder von Bodie einen gelben Schulbus besteigen und davonfahren. Da geht hinter ihm die Tür auf und Bill Fargo tritt an die Gitterstäbe. Haben Sie den Abmarsch meiner Kinder beobachtet? Was zum Teufel geht hier vor, Billy? Die Geburt eines Ungewitters, das die Welt erschüttern wird. Sie benutzen die Kinder für irgendwas. Und ich werde herausfinden, was das ist. Herausfinden? Aber warum die Mühe? Ich erzähle es Ihnen gern. Meine Kinder sind die Kinder des Friedens und der Liebe. Und sie widmen ihr Leben den Aufgaben, die zur Erhaltung von Frieden und Liebe erfüllt werden müssen. Und das wäre?
Ich kann innerhalb von 2 Stunden eine Streitmacht kontrollieren, die so mächtig ist, so fürchterlich, dass mich alle Feinde des Friedens anhören müssen. Ich werde die Streitmacht gegen alle einsetzen, die unser Leben zerstören wollen. Fargo, entweder Sie sind ein falscher Hund oder Sie sind verrückt. Niemand, der am süßen Leben unter einer warmen Sonne interessiert ist, spricht von Frieden und Tod im selben Atemzug. Jeder, der Terrorismus für einen Weg zum Frieden hält, ist verrückt. Frieden schafft man nur mit harten Maßnahmen. Der Zweck heiligt die Mittel, oder wie? Es geht um mehr, Hawk. Geld, mein Freund. Um viel Geld. Jetzt dämmert es mir. Nein, nicht nur wegen mir, sondern für meinen Bruder, der immer noch in Gefangenschaft sitzt. Für die 2400 anderen, die immer noch vermisst werden. Ich will die Mittel haben, um sie zu finden und nach Hause zu bringen. Das ist doch Müll, Billy. Beschmutzen Sie nicht das Andenken an Ihren Bruder mit diesem kranken Plan. Sie wollen Geld haben, weil Geld einem Respekt und Anerkennung bringt. John Fargo hatte beides. Sie gar nichts. Du Hund! Ja, komm her! Sie brechen mir das Gewicht! Auf du dich verlassen kannst, wenn du nicht stillhältst! Was geht hier vor? Vater! Gib mir deine Waffe und schließ die Zelle auf, oder ich dreh eurem Vater hier den Hals um. Sie werden nicht weit kommen. Das ist mein Problem. Na? Tu, was er sagt. Sehr freundlich. So, wenn die beiden Herren dann in die Zelle gehen würden... Mist. Friede, Brüder. Doch kaum hat Hawk in seinem Auto die Stadt verlassen, werfen sich der andere Deputy und der Junge vor der Tankstelle in den Streifenwagen und nehmen die Verfolgung auf. Immer näher. Sie sind so zummelt. Gleich haben sie mich. Hey, da ist Dominik. Gutes Timing. Volltreffer! Huck, bist du in Ordnung? Alles klar, komm. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Im Trainingskeller von Bodhi gibt es auch einen Funkraum. Hier sitzt ein nervöser Billy Fargo, der gerade vom Scheitern des Streifenwagens erfahren hat. Mobile Bruderschaft, bitte komm! Mobile Bruderschaft, bitte komm, meldet euch! Mobile Bruderschaft hört? Es gibt Ärger. Fahr so schnell du kannst, so schnell du kannst! Oder alle unsere Pläne sind beim Teufel! Verstanden. Wir fahren so schnell wir können. Hawk und Dominic fliegen zu dieser Zeit mit Airwolf zurück nach Bodhi. Diese Kinder sind doch nichts anderes als Billy Fargo's Sklaven. Keine Sklaven, Dom. Jünger. Er bietet ihnen die Familie, die sie nie gehabt haben. Und dann nutzt er sie im Namen einer noblen Sache aus. Frieden, Liebe. Cleveres Kerlchen. Nimm lieber Kontakt zu Erzengel auf. Fargo hat einen Plan. Für seinen Frieden will er die ganze Welt in die Luft jagen. Okay. Wolf am Erzengel, kommen! Hallo Dominic, haben Sie Hawk gefunden? Ich bin hier, Michael. Ich fürchte, wir haben eine Menge Ärger am Hals. Wie schnell können Sie hier oben in Bodhi sein? Ich würde sagen, in ungefähr 22 Minuten. Ich habe Sie nicht richtig verstanden, bitte wiederholen Sie. Ich sagte in ungefähr 22 Minuten. Ich bin längst auf dem Weg. Es gibt da eine junge Dame aus Ihrem engeren Bekanntenkreis, die sehr überzeugend sein kann. Ich habe außerdem ein Sondereinsatzkommando geordert. Wenn wir es brauchen. Es kann nicht schaden, Michael. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Bodhi. Verstanden. Bis gleich. Unterdessen haben Sabrina und die Kinder ihr Ziel erreicht. Die Firma Arrow Research International.
eine Firma für Luft- und Raumfahrtforschung. Der Präsident persönlich hat sich bereit erklärt, die Kinder herumzuführen. Alle hinter mir her, Kinder! Ah, hallo Dr. Watkins. Achtung, Kinder! Dies ist Dr. Francis Watkins, der Präsident von Aero Research International. Danke. Wenn ihr mir folgen wollt. Im Namen von Aero Research International möchte ich euch herzlich willkommen heißen und euch versichern, dass es uns eine Ehre ist, euch einen Einblick in unsere Arbeit zu gewähren. Außerdem freuen wir uns sehr, Sabrina Cook wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen, die uns vor Jahren geholfen hat, unser Datenverarbeitungsprogramm hier zu installieren. Das hier ist unser Kontrollzentrum. Von hier aus steuern wir per Computer all die Raumfahrzeuge, die uns geholfen haben, die Grenzen des Raumes weiter zurückzudrängen. Die große Maschine da, ist das auch ein Computer, Sir? So ist es, junge Dame. Eine sehr gute Frage. Ihr steht vor dem Hauptkontrollpult. Wir nennen es Old Andy. Und damit sind wir auch schon bei einer Überraschung, die wir extra für euch vorbereitet haben. Aero Research International wird an die Flugkontrollcomputer der Air Force angeschlossen. In wenigen Minuten werden wir den Countdown anlaufen lassen, der automatisch den unbemannten Flugkörper F4, der eine Rakete trägt, aktivieren wird. Diese Rakete ist bei uns entwickelt worden. Wir nennen sie den Allwächter. Sie besteht aus 8 kleineren Raketen, wovon jede einzelne mit einem 1,2 Megatonnen starken Sprengkopf bestückt ist und fähig... 8 kleineren Raketen, wovon jede einzelne mit einem 1,2 Megatonnen starken Sprengkopf bestückt ist und fähig, feindliche Satelliten in bis zu einer Entfernung von 700 nautischen Meilen zu zerstören. Wenn nötig, kann die Rakete bis zu 72 Stunden in der Luft bleiben, bis sie ihr Ziel gefunden und vernichtet hat. Unglaublich. Jetzt, Kinder! Wir haben alles unter Kontrolle, Sabrina. Was soll das? Ich möchte Ihnen auch ein Projekt vorstellen, Dr. Watkins. Das Projekt Eigentor. Dürfte ich mich mal Ihres Computers bedienen? Nein. Danke. Haltet die Sicherheitsleute in Schach, Kinder. Ja, Sabrina. Inzwischen erreichen Hawk und Santini das kleine Fischerdorf. Die Stadt ist praktisch ausgestorben. Das ist ja komisch. Ich empfange hier ein starkes elektronisches Signal. Könnte ein Computer sein. Hier? Versuch es zu stören. Okay. Warte mal, ich habe die Quelle. Es kommt aus dem Keller des Hauses da drüben. Fargos Haus. Und wohin sendet er? Moment. Aero Research International. Bingo. Wir haben gerade Fargos Ungewitter gefunden. Ich schalte uns mal eben auf den Funkverkehr. Hören Sie gut zu, Mr. Watkins. Wir haben Ihren unbemannten Flugkörper F4 völlig unter Kontrolle. Unmöglich. Glauben. Im Namen des Friedens ist nichts unmöglich. Ich zeige es Ihnen. Der startet das Ding, Huck. Der bringt das Ding tatsächlich in die Luft. Das kann ja noch heiter werden. Da unten kommen Kate und Erzengel. Ich gehe runter. Kate, Michael, genau zur rechten Zeit. Die haben die F4 tatsächlich gestartet. Es geht weiter. Ich möchte, dass Sie die Summe von 20 Millionen Dollar auf einem Schweizer Bankkonto deponieren. Die Nummer wird Ihnen übermittelt, sobald Sie den Handel annehmen. Wir werden uns einem derartigen terroristischen Akt nicht beugen. Niemals! Sie haben gar keine andere Wahl. Ich erinnere Sie, dass wir die F4 unter Kontrolle haben und damit auch die schreckliche atomare Ladung, die sie trägt. Sie nehmen an, oder ich starte die Rakete. Moskau wird völlig überrascht sein. Und die Zerstörungen werden über jedes vorstellbare Maß hinausgehen. Sie haben 15 Minuten. Kann er das? Ich klinke mich mal ein. Vielleicht kann ich den Jungen wieder auf den Boden der Tatsachen bringen. Billy Fargo,
Hier ist Huckleberry Hawk. Misch dich da nicht ein, Hawk. Du kannst nichts tun. Wir haben die absolute Kontrolle. Billy, diese Rakete kann mehr Schmerzen verursachen, als jemals in Vietnam durchlitten worden sind. Der Krieg ist vorbei. Wenn du an den Frieden glaubst, den du predigst, dann gib deinen Plan auf für den Frieden, für John. John hat nichts damit zu tun. Ich glaube, er hat eine Menge damit zu tun, Billy. Ich weiß, dass du John geliebt hast, aber ich glaube, dass du ihn auch gehasst hast, weil du nicht so sein konntest wie er. Verschwinde, Hawk, ich warne dich. Und als er starb, fühltest du dich ungeheuer schuldig. Und du wolltest Rache, aber das ist kein Grund. Verschwinde aus meinem Leben. Verdammt, ich hab's vermasselt. Du konntest nichts machen, Hawk. Mit Vernunft ist der nicht zu packen. Ich brauch mal frische Luft. Ich komme mit. Okay. Sie wissen doch was über diese neue Rakete. Glauben Sie, wir können Fargo aufhalten? Wahrscheinlich nicht. Es klingt ganz so, als hätte der Mann alles in der Hand, was er behauptet, in der Hand zu haben. Völlige Kontrolle über die tödlichste Rakete, die jemals abgefeuert worden ist. Besteht die Möglichkeit, dass Washington auf seine Forderungen eingeht? Sie kennen doch die Politik des Präsidenten. Niemals Terroristen nachgeben. Meine Leute haben das Weiße Haus informiert. Und von dort hat man Moskau informiert. Wollen wir hoffen, dass die Genossen nicht glauben, dass wir das mit Absicht gemacht haben. Und wie gehen wir jetzt vor? Ja, wir pokern. Ich lasse Fargo von dem Sondereinsatzkommando auftreiben und festsetzen. Ja, aber vielleicht hat er noch genug Zeit, um die Rakete abzufeuern. Wir werden jedenfalls nicht auf seine Forderungen eingehen. Also wird er sie wahrscheinlich sowieso abfeuern. Vielleicht können wir ihn vorher überraschen. Sir, das Sondereinsatzkommando meldet sich zur Stelle. Gut. Ich möchte, dass Sie das Haus dort übernehmen. Im Keller befindet sich ein Computerraum. In der südöstlichen Ecke des Gebäudes. Versuchen Sie, ihn zu überraschen. Versuchen Sie, nichts zu beschädigen. Und verletzen Sie niemanden, wenn es zu vermeiden ist. Jawohl, Sir. Viel Glück. Danke, Sir. Gehen Sie nicht mit? Die Männer haben eine Spezialausbildung. Ich wäre nur im Wege. Und Sie auch. Wie zum Teufel hat Fargo das bloß hingekriegt? Was für einen miesen Werkschutz müssen die bei Error Research haben? Der Werkschutz ist der beste der Branche. Aber bei der Überprüfung von Fargos Akte ist mir seine Assistentin aufgefallen. Sabrina Cook, eine geniale Ingenieurin, die bei AI gearbeitet hat und das Computersystem dort bestens kennt. Ah, dann gute Nacht. Zum Ablauf des Ultimatums sind Michael und Hawk wieder am Hubschrauber, um den Funkverkehr mitzuhören. Ihre Zeit ist um, Watkins. Es wird keine Verhandlungen geben. Dann wollen wir die reinigende Flamme entzünden. Start. Abschuss. Jetzt. Himmel, er hat die Rakete gezündet. Er hat es getan. Hey, was? Computerraum gesichert, Sir. Kein Widerstand. Alles aussteigen. Dominik und ich versuchen, die Rakete abzufangen. Gut. Wir versuchen, ob wir aus dem Computerraum was machen können. Kommen Sie, Caitlin. Pass auf dich auf, Huck. Klar. Wie ist die wahrscheinliche Aufschlagzeit der Rakete? Ich rechne noch. Moment. In 22 Minuten 19 Sekunden. Schnappen wir sie uns. Im Kontrollzentrum von Error Research International regt sich inzwischen Widerstand unter den Kindern. Aber genau das, was jetzt passiert, wollten wir doch gerade nicht, Sabrina. Du hast es uns gesagt. Vater hat es uns gesagt. Der Plan sollte den großen Frieden bringen. Und was bringt er? Tod und Zerstörung. Die Rakete wird einen Krieg auslösen. Wir wollen nicht sterben. Niemand soll sterben. Du hast uns belogen. Vater hat uns belogen. Seid ruhig. Ihr seid alle viel zu jung, um beurteilen zu können, wozu das gut ist. Am Ende wird es ein Triumph sein für unser Volk. Wie kann es ein Triumph sein, zu töten? Wir glauben dir nicht mehr. Wir werden dir nicht mehr gehorchen. Glaubst du, das interessiert mich noch?
Ihr habt euren Zweck längst erfüllt, Cotton. Mein Name ist Wendy Elizabeth Fargo. Ich will eure Lügen nicht mehr hören und ich will euren Namen nicht mehr tragen. Halt die Rakete an. Willst du mich jetzt erschießen? Wenn es sein muss. Ach, niemand kann noch etwas ändern. Niemand. Leg die Waffe weg, Charlie. Sei nicht wie sie. Werde nicht zum Mörder. Wir haben das alles nicht gewollt. Unterdessen rast Airwolf dem tödlichen Flugkörper entgegen, um ihn abzufangen. Wie lange noch bis zum Treffpunkt? 13 Minuten. Das reicht nicht, ich brauche mehr Tempo. Hawk, wir fliegen schon Mach 1,5, das ist unser Limit. Sonst kommen wir in den roten Bereich. Zieh die Sperre raus, damit wir schneller fliegen können, roter Bereich oder nicht. Wir werden auseinanderfliegen. Es wird noch verdammt viel mehr auseinanderfliegen, wenn wir diese Rakete nicht abfangen. Ich muss dir leider sagen... Was zum Teufel, das kann doch nicht wahr sein. Was ist los? Die Rakete hat eine Kehrtwendung gemacht. Sie hat was? Sie hat umgedreht. Fliegt jetzt nach Südwesten. Wahrscheinliches neues Ziel? Das liegt am Kurs auf Washington. Zieh die Sperre raus, schnell! Sperre entwickelt. Drück drauf! Auch im Computerraum in Fargos Haus hat man den Kurswechsel bemerkt. Sabrina, die Rakete. Siehst du das? Was ist los? Eine kleine Änderung der Pläne, Vater. Was hast du getan? Glaubst du wirklich, dass es zu einer atomaren Abrüstung kommt, wenn die Amerikaner Moskau in die Luft sprengen? Aber was ist, wenn Amerikaner ihre eigene Hauptstadt dem Erdboden gleich machen? Vernichte sofort die Rakete! Was ist denn los, Daddy? Verlierst du die Nerven? Unternehmen Sie was, Fargo. Ich kann nichts machen. Sie hat die Selbstzerstörung blockiert. Verdammt. Hawk und Santini rasen zur gleichen Zeit ihrem Ziel entgegen. Hawk, wir sind beim 8-2. Alle Anzeigen im roten Bereich. Kiste fliegt uns auseinander. Es ist unsere einzige Chance. Und wir haben Vibrationen im Heckmotor. Halt die Geschwindigkeit, Dom. Meine Herren, hier unten haben wir keinerlei Möglichkeiten mehr. Es liegt jetzt nur noch an Ihnen. Verstanden. Wir steigen auf 30.000 Meter. Das ist 5.000 Meter über unserem Limit. Wenn wir nicht auseinanderplatzen, werden wir zu Eis erstarren. Zeit bis zum Abfangmanöver? 1:24. Zeit bis zum Einschlag? 1:36. Haben wir eine Wahl? Wohl nicht. Fehlt noch alles? Noch ja. Da vorne. Ist das unser Ziel? Es ist unser Ziel. Zeit bis zum Einschlag? 50 Sekunden. Raketen klar machen. Bei dem Tempo triffst du doch nie. Raketen klar. Automatisch oder Handbetrieb? Hand. Raketen klar. Abschuss. Treffer! Treffer! Du hast das geschafft. Das war nah am Abgrund. Am nächsten Tag holt Wendys Tante ihre Nichte ab. Doch sie lässt es sich nicht nehmen, selbst mit Huck zu sprechen. Wir wollten Ihnen beide danken, Wendy und ich, für alles, was Sie getan haben. Wir haben Billy vertraut. Wir haben ihn geliebt. Wir dachten... Ihr seid sehr jung. Ihr habt einen Fehler gemacht, aber ihr habt daraus gelernt. Nächstes Mal wisst ihr es besser. Vielen Dank für alles. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen.
Wiedersehen. Wiedersehen. Wirst du es nie müde, ein Held zu sein? Nie. Oh, Bruder.